Weil sonst besteht nämlich die Gefahr, dass wir ganz unten sind. Und da wollen wir ja nicht hin. Sondern wir wollen in die Wandelhalle. Kairi, schnell! Ich kann die beiden nicht zurücklassen! Wir können hier nicht bleiben! Ein Herzloser verfolgt uns! Hallo! Ich kümmere mich um ihn! Hey, ich bin's! Donald! Ich hab dich immer am meisten gemocht! Komm schon! Kuppel! Ich liebe es, als Schattenlurch rumzuwandern. Das ist, muss ich ehrlich zugeben, ist meine absolute Lieblingspassage dieses Spiels, wo man selber zum Herzlosen wird, wo man selber als Schattenlurch, sag ich jetzt mal, durch die Hallen des Schlosses wandeln darf. Also das finde ich schon genial gemacht. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Bioshock 2, wo man, ja, ich will jetzt eigentlich nicht unnötig spoilern, aber ich kann euch das Bioshock 2 Let's Play nur ans Herz legen, auch wenn ich dort sehr viele technische Probleme hatte. Aber die Story war einfach nur genial, gerade zum Ende hin, muss ich sagen. Also schaut euch das an, weil da gibt es nämlich eine gewisse Parallele zwischen Kingdom Hearts 1 hier jetzt und Bioshock 2. Aber wie gesagt, schaut euch das an. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und wir gehen jetzt zu den dreien. Sora, bist du das? Oh oh. Diesmal beschütze ich dich. Komm mit uns! Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne Belle! Verschwindet! Die Herzlosen kommen! Alles klar. Und jetzt raus hier! So schnell kann das gehen. Wir sind wieder wir selbst. Jetzt kommt noch eine Cutscene, liebe Leute. Eine Cutscene jagt die nächste. Erzähl, was passiert ist. Also strömt die Dunkelheit aus diesem Schlüsselloch. Darum tauchen überall immer mehr Herzlose auf. Man kann sie nur aufhalten, indem man... Das Schlüsselloch versiegelt, richtig? Vielleicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn es dann versiegelt ist. Wir können hier nicht rumstehen. Wir müssen irgendwas tun. Ich habe einen Freund zurückgelassen. Das stimmt. Noch einer deiner Freunde ist in Gefahr. Rikus Schwert muss von den Herzen der gefangenen Prinzessinnen stammen. So wie dieses Schlüsselloch. Natürlich war es ohne Kairis Herz unvollständig. Jetzt, nachdem das Schwert zerstört ist, sollten die Herzen der Prinzessinnen frei sein. Keine Sorge, Sora. Wenn irgendwer deinen Freund retten kann, dann du. Was für eine emotionale Ansprache von Leon. Und wir sind wieder in der Stadt Traverse. Eigentlich müssten alle Prinzessinnen frei sein. Aber Jasmin ist nicht nach Agrabah zurückgekehrt. Ich vermute, die anderen sind auch noch im Schloss. Ja. Und ihr seht richtig, Kairi ist jetzt auch hier in der Stadt Traverse und jetzt müssen wir uns tatsächlich um Rico kümmern, auch ihn müssen wir retten. Ich weiß nicht wieso, aber die Herzlosen werden stärker. Überall tauchen neue Arten von Herzlosen auf, die wir übrigens bereits kennen. Falls uns irgendwas zustößt, können wir uns auf dich verlassen, Sora. Ja.
Geht es dir auch wirklich gut, Sora? Ja, uns geht es gut. Unser eigenes Herz schlägt jetzt endlich wieder. Ich dachte, das neue Schlüsselloch würde die Dunkelheit verstärken. Ich meine, die Dunkelheit ist stark, aber dennoch, es ist so, als würde jemand die Dunkelheit zurückhalten. Tja. Ein kleiner Hinweis auf dessen, was wir vorhin in der einen Cutscene gesehen haben, nämlich dass Rico Anzem gestoppt hat. Das ist ihm ja möglich, da Anzem ja in den Körper von Rico eingedrungen ist. So, wie gesagt, ihr seht, wir sind in der Stadt Traverse und ja, ihr seht richtig, das sind die neuen Herzlosen jetzt in der Stadt Traverse. Die Schattenquasare und die Defender und auch noch die Schwarzmagier. Sämtliche Welten haben jetzt solche Herzlose. Also jetzt ist überall ein guter Trainingsplatz. Quasi. Und wie gesagt, ab jetzt werden reine optionale Parts kommen. Aus Trainingszwecken, aus Item-Find-Zwecken und anderen Gründen. Weil ich möchte ganz gerne erstmal die Sachen vervollständigen, bevor wir in die letzte Welt einkehren werden, nämlich die eigentliche Hauptwelt der Herzlosen. Hollow-Bestien ist nämlich nicht die Hauptwelt der Herzlosen. Denn auch sie war eigentlich mal eine ganz normale Welt, bis sie von den Herzlosen erobert wurde. Bislang verschont blieb. Alter. Wie gesagt, die letzte Welt ist die Hauptwelt der Herzlosen. Von dort aus greifen sie an. Sag ich mal so. Aber ich glaube, das konntet ihr euch auch so schon denken. Danke, Donald! Alte Säule! So, komm, geh kaputt, Schattenquasar! Ihr seht, wir bringen jetzt fast das Doppelte an Punkten, was sie zuvor in Hollow Bestie gebracht haben. Nämlich 60 Punkte jetzt. Also richtig viel Punkte. Ich weiß jetzt aber nicht, was aus den anderen Herzlosen geworden ist. Ob die jetzt auch nochmal vorkommen, das weiß ich leider jetzt nicht. Ihr seht auch, die Defender spucken jetzt mal eben über 200 Punkte aus. Also wirklich jede Menge Punkte, die wir kriegen können jetzt. Oh. Und vor allem ist es jetzt erheblich schwieriger, gegen sie anzukommen. Als zuvor. Vorher ging das noch, jetzt, DDR. So. Und vor allem das Geld verdienen ist auch umso leichter geworden. Ihr seht ja, wir haben 12.000 mal eben jetzt. Nur die Frage, was mit dem Item ist. Ist noch ungeklärt. Vor allem kann ich euch dann auch den, den nächsten Hufzauber zeigen. Aber wir werden sowieso nochmal zum Merlin gehen müssen. Warum werdet ihr ja noch sehen? Und ja, wir werden auch noch mal nach Hollow Bestie zurückkehren. Hat nämlich einen ganz einfachen Grund, weil das nämlich so vorgeschrieben ist von der Story her. Und weil wir dort nämlich auch noch ein paar nette Sachen bekommen können. Wie gesagt, das kommt aber alles noch. Alles zu seiner Zeit. Jetzt nehmen wir uns einfach diesen Schattenquasar vor. Wir müssen wirklich alle Welten nochmal besuchen, weil in allen Welten sind irgendwie noch Trio-Tex verstreut, die wir brauchen. Maximum MP für Sora und Volltreffer Plus gelernt. Geil. Immer her mit den Fähigkeiten. Wir nehmen sie gerne. Immer her mit der Scheiße. Ich weiß was. Jetzt gehen wir erstmal nach Traverse Nord. Denn ich, ja, ich glaube, nee, die Villa mit Kniff möchte ich nicht besuchen. Jedenfalls noch nicht. Die werden... Ah! Ja, die Augenwerfer sind auch da. Das ist richtig. Und auch die bringen erheblich mehr Punkte. Jetzt. So, ich glaube, die Würfern bringen jetzt auch noch mehr Punkte. Die haben ja vorher 65 Punkte gebracht. Jetzt bringen sie, glaube ich, 25. Also auch fast das Doppelte an Punkten, was sie in Hollow Bestien gebracht haben. Verdammt, jetzt habe ich nicht gesehen, was der gebracht hat. Egal. Ja, wir können jetzt hier erstmal weitergehen. Noch mehr Augenwerfer. Mensch, so viele Augenwerfer. 120 Punkte, geil. Zuvor hat der Augenwerfer ja richtig wenig Punkte gebracht, habe ich gesagt. Jetzt bringen sie so viele Punkte. Wie gesagt, zum Aufleveln ist das echt ideal. Und was noch dazu kommt, mit der Rettung von Kairi sind drei Secret Bosse aufgetaucht. Ja, ihr hört richtig, Secret Bosse. Also Bosse, die nicht unbedingt für die Story wichtig sind, aber
Man kann sie mitnehmen, sag ich mal so. Das immer wieder. Also die Kämpfe kann man immer wieder, glaube ich, machen. Und sie sind unheimlich stark. Besonders einer von ihnen, den vielleicht den Final Fantasy Fans bekannt bekommen. So viel verrate ich, mehr aber auch nicht. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, weil ich werde jeden der drei Secret Bosse zumindest einmal ansteuern. Also ich weiß nicht, ob ich sie besiegen werde, aber zumindest mal zeigen werde. Das werde ich machen, auf jeden Fall. Weil ich finde, man sollte schon das ganze Spiel einmal zeigen, einmal die wundervolle Arbeit der Entwickler einmal zu Wort kommen lassen. Also wie gesagt, dieses Spiel ist in Zeiten von PlayStation 3 und PlayStation 4 ja, ziemlich alt schon, aber trotzdem noch sehr, sehr geil. Und ich werde auch nicht müde, mich nochmal bei den Leuten zu bedanken, die fleißig am Kommentieren und am Liken sind. Das freut mich wirklich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Super. Sommer! Also ihr seht, wir brauchen wirklich dieses Training, weil sonst hätten wir nicht so viel Lebensverlust. Wir haben es wirklich nötig, weil in der Hauptwelt sind natürlich die härtesten Gegner der Herzlosen vorhanden. Also da wird es noch richtig knifflig werden. Vor allem, weil dort ist nämlich auch mein Hassboss. Ich habe den gehasst, das kann ich euch so viel schon mal verraten. Und es ist nicht Anzen, es ist ein anderer Boss. Aber mehr verrate ich auch nicht, ihr werdet sehen. So, jetzt müssen wir warten, bis der Augenwerfer wieder kommt. Dann können wir in eine Reihenfolge und freuen uns in Kicks. Sehr schön. So, kommen hier noch jetzt noch irgendwelche Herzlosen? Ja! Vier Augenwerfer und ein Schattenkrasser. Der ja nun Luftkristall bei sich trägt. Hin und wieder. Na komm, geh kaputt, Augenwerfer! Yeah. Wie gesagt, gerade mit so einem Level 50 oder so, sollte man nicht in die letzte Welt einkehren. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Ich weiß zum Beispiel von dem Loveo, dem Marvin, dass er das auf Profi spielt. Und erstmal so wahnsinnig bin ich nicht, weil ich bin bei Profi immer hängen geblieben, sag ich das mal so. Erstmal aufgrund von mangels Training. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, weil die Gegner wesentlich schwerer sind als sonst. Also das ist echt irre, was man als Profi alles für Hürden zu überwinden hat, sag ich jetzt einfach mal so. Immer noch ein Blöder. Alter, Junge. Geh doch mal kaputt, Mensch. Geh kaputt. So. Sehr schön. Eieiei. Heiße Schlacht hier. So. Noch ein Wyvern und Schattenquasare. Immer her damit. Immer her mit den Punkten. Nochmal Technikpunkte für Abwehrleistung. Aua. Alter, das sieht immer so an Pelle drin. Das finde ich immer total genial. So. Gut, dann haben wir. Nächstes ist der Wyvern-Challenge. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch so Schattenlurch auf Ast nochmal wiedersehen werden. Ein Arachnid erneut. Wieder ein Wyvern, der gerne einfach Fressbrett kriegen will. Diesen Wunsch erfüllen wir ihm noch gerne. Wunderbar. So, dann werden wir jetzt ins Hotel gehen, denn ich glaube, ich habe herausgefunden, wo wir die nächsten Postkarten eventuell kriegen können. Ich hatte ja gesagt, dass wir uns noch drei Postkarten fehlen hier in Traverse Town. Beziehungsweise in der Stadt Traverse. Heißt es ja auch Deutsch. Muss ich erstmal aufpassen, dass wir hier nicht verlieren. Danke. Sehr schön. So, jetzt haben wir erstmal... Oh. Jetzt haben wir erstmal... Oh. Schön. Da sammeln wir mal ordentlich Punkte und... Meine Güte, was ist denn hier los? Alles so eng hier. Der Herzlose nimmt den alten Flur hier ein. So. Aber das kann uns nur von Nutzen sein, weil das bringt uns ordentlich Punkte. Mir soll es recht sein, ich hoffe euch auch. Wie gesagt, das sind ja auch finale Parts. Das habe ich das in einigen Parts geschrieben. In diesen folgenden Parts werde ich das auch tun. Weil wie gesagt, für die Story ist es nicht weiter wichtig, aber fürs Training selber ja. Und vor allem kann ich euch dann Bambi zeigen. Und noch einen anderen Hubschrauber, den wir möglicherweise noch kriegen werden.
Denn ich kann mich noch daran erinnern, dass wir noch einen Körper gekriegt haben.